Mit frühsommerlichen Temperaturen wurde am 20. März der astronomische Frühling eingeläutet. Wir haben uns zum Frühlingsbeginn bei Temperaturen um die 20 Grad einen kleinen Spaß erlaubt und geschaut, wie viele Leute denn die Winterjacke schon im Schrank verstaut haben. Eine Stunde lang haben wir die Passanten auf dem Annaberger Markt beobachtet und ihre Anziehsachen registriert. Gut zwei Drittel der Leute hatten bereits die sommerliche Kleidung ausgepackt. Ein Drittel war noch mit dicken Winterklamotten unterwegs. Stimmen dazu. Nein, der Anorak hängt doch am Haken. Und warum? Na, weil April noch nicht durch ist und mal sehen, was noch kommt. Also warten wir schon mal noch ab. Aber momentan ist es Frühling. Ich denke, wenn ich sehe, dass hier hinten warm ist, ziehe ich die aus und dann hänge ich die heute Nachmittag wieder an Haken und da bleibt sie hängen. Ja, ich würde sagen, das nächste Wetter kommt ja schon wieder. Da ist in dem Bereich ist es dann vorsorglich, dass man dann nicht gleich wieder, ich sage mal, die Frühlingsgefühle auslässt. Ja, heute früh, als ich fort bin, war es noch gar nicht so warm wie jetzt. Und deswegen ist sie noch dran. Außerdem wollten wir wissen, wie die Leute diesen ersten warmen Frühlingstag nutzen. Tue ich mich erstmal ausruhen für Mittagessen und dann tue ich noch ein bisschen spazieren. Ja, einfach die Sonne genießen, ein bisschen draußen sein, vielleicht ein Eis essen. Als Eis essen. Und das ist bei Temperaturen wie zum Frühlingsanfang wirklich das Beste.